nicht erschrecken. Ich bin noch zu faul, mich gerade anzuziehen, beziehungsweise ich laufe auch gerne mal ohne Oberteil rum morgens. Bin jetzt in dieser Decke eingewickelt. Und ja, das heutige Thema oder diese Thema soll darum gehen, um die Aussage oder diese kombinierte Frage mit Aussage, tue, was du liebst oder tue, was du liebst. Da ist meine Antwort sozusagen drauf oder meine Gegenaussage, dass diese Aussage eigentlich verdreht ist und eigentlich heißen sollte, meiner Meinung nach, tue alles mit Liebe. Und das soll halt das bedeuten und darauf hinweisen, dass ich der Meinung bin, dass die erste Aussage aus dem Ego geboren ist, dass das Ego halt gewisse Dinge möchte und sich dann halt sagt, ja, wenn es so und so ist und wenn ich das und das bekomme und ja, wenn die Umstände so und so sind, dann werde ich glücklich. Aber der eigene Kern in einem, also, oder der Spirit, der sagt im Prinzip, sei glücklich, werde glücklich und dann passt alles. Also genau umgekehrt sozusagen. Das heißt, es liegt an einem selber, man muss selber die Entscheidung treffen und selber aus sich heraus glücklich sein, sich selber anstrengen sozusagen. Wobei es noch nicht mal anstrengend sein muss, sondern es ist einfach eine Entscheidung. Man kann sich zum Beispiel auch dazu entscheiden, dass einem nichts mehr anstrengend ist. Und das ist auch der Weg, warum das mit dem Trockenfasten bei mir zum Beispiel so gut klappt, weil ich einfach nicht akzeptiere, dass das irgendwie anstrengend sein soll. Ja, das ist so ein bisschen auch von den Shaolin-Mönchen so abgeguckt, sage ich mal. Die machen ja ähnliches Training. Und das heißt, man macht sich von den Umständen abhängig, wenn man sagt, dass ich nur das machen will, was ich halt gerne mache. Im Prinzip sollte das auch das Ziel bleiben, aber man kann halt alles mit Liebe machen. Und da gibt es genug Möglichkeiten, um nicht gleichzeitig sich zwingen zu müssen. Also von zwingen halte ich halt auch nichts. Deswegen sage ich halt die Dinge, für die man sich entscheidet. Aber man muss halt gucken, was ist die beste Entscheidung, die man momentan treffen kann, wozu man momentan fähig ist. Und wenn ich halt die beste und rationalste Entscheidung treffe, dann ist das momentan das Perfekteste, was man machen kann. Also ist das quasi Perfektion. Und deswegen versuche ich dann halt diese Sache mit Liebe zu machen, weil ich eh keine andere Möglichkeit habe. Ich bin einfach so und akzeptiere es in dem Moment. Und man hat dann immer die Möglichkeit zu verbessern, die Dinge zu verbessern. Das, was ich zuvor gesagt habe, jetzt nicht so als Ausrede verwenden, ja, ich mache jetzt irgendeinen Job, der mir eigentlich nicht gefällt und das ist das Beste, was ich momentan machen kann. Das sollte man jetzt nicht als Ausrede nutzen, nur wenn man Angst davor hat, wirklich das zu tun, was man wirklich am liebsten macht. Nur wenn man es halt wirklich nicht schafft und wirklich noch nicht bereit ist, aber ohne das jetzt sozusagen als Ausrede zu nutzen, dann ist es gut zu akzeptieren, wie die Situation momentan ist. Das ist eigentlich nur so. Und mir ist noch was spontan eingefallen. Im Prinzip ist das auch dasselbe wie mit der Ernährung. Wenn man sich sagt, wenn ich erst auf die Ernährungsweise umstelle oder erst Rohköstler bin oder Frutarier bin, dann wird alles gut. Aber im Prinzip geht dasselbe Spielchen da auch weiter. Deswegen funktioniert das für manche auch nicht so wirklich auf Dauer, weil man sich dann sozusagen davon abhängig macht. Aber im Prinzip geht es halt auch darum, Dinge aus Liebe zu tun und nicht sich zu sagen, ja, wenn das erst so und so ist, dann ist alles perfekt. Dann merkt man am Ende, dass man sich jetzt halt vielleicht ja befreit fühlt, so körperlich und innerlich, aber dass kein Drive mehr da ist und man sich überlegt, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und im Prinzip ist das Prinzip, also das Prinzip, den Ding zu folgen, nicht den Ding zu folgen, das wäre ja genau das Falsche wieder, sag ich mal, sondern das, was man tut, mit Liebe zu füllen, darum geht es immer, egal ob man das eine oder das andere macht, diese Liebe ist immer diese Grundkraft und darum geht es und nicht um bestimmte Ernährungsformen oder halt irgendwas zu erreichen oder Umstände zu ändern. Das kommt dann sozusagen automatisch damit. Aber die Grundkraft, wo man sich darauf fokussieren sollte, ist, dass man bei den Dingen, die man tut, dass man da einfach ja, die Liebe erhöht. Und ja, sonst ist man nachher vielleicht auch sehr stark ernüchtert oder enttäuscht, dass gewisse Dinge nicht funktionieren, weil die Dinge nicht an sich funktionieren, sondern weil man immer selber derjenige ist, der in Anführungszeichen funktioniert. Das ist auch wieder Esoterik versus Exoterik, also dass die Dinge von einem selber vom Innen kommen und nicht vom Äußeren abhängig sind. Jo. Ciao.